Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 2 Riptos Rage aus der Reignited Trilogy. Oh, haben wir doch mal geschafft hier. Wir haben heute den 18. Dezember. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Und wir haben 10 Uhr 28 Sekunden. Ich werde auch heute nur eine Stunde aufnehmen. Weil ich gleich auch schon wieder arbeiten muss. Aber dann habt ihr... Spyro, wie gut, dass du da bist. Ich wollte eine Beere aus diesem magischen Beerenstrauch holen, aber ich bin zu schwach. Wenn du in den Strauch stürmst oder ihn entflammst, fällt eine leckere Beere raus. Aber dann habt ihr wenigstens mal wieder ein Part für heute und morgen dann auch. Morgen habe ich dann auf jeden Fall mehr Zeit zum Aufnehmen. Sieht aus wie eine Kirsche. Ja, morgen kann ich ja nochmal neu aufnehmen. Ich denke mal, wir werden heute so 2 bis 3 Levelchen werden wir schaffen, schätze ich mal. Wenn wir uns nicht ganz so dumm anstellen. Ich glaube, hiernach kommt gar nichts mehr, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. So, hier gab es auf jeden Fall, diese... Oh Gott, wie heißen die denn noch? Pfauen. Ne? So heißen die doch, oder? Ja, da unten, weil die machen nämlich diese... Geräusche. So. Der See sieht auf, also wenn man das See nennen kann, Tümpel eigentlich auch nicht. Ne, es macht andere Geräusche. Naja. So, hier haben wir alles. Dann können wir ja hier rüber, ne? Ich hatte eigentlich vor, jetzt am Wochenende zu streamen. Also ihr seht das Video heute, wenn ich es gerade hochlade, also wenn ich es hochgeladen habe, also es ist aktuell. Ich wollte eigentlich am Wochenende streamen. Allerdings wird das irgendwie alles ein bisschen knapp. Weil ich auch wieder im Westerwald muss, will. Deswegen werde ich zwischen den Jahren streamen. Ich werde dazu noch ein Infovideo hochladen. Also ich denke mal, es wird 27. bin ich beim Zahnarzt. 28. oder sowas wird es, glaube ich, dann werden. Ungefähr. Und dann auch relativ früh. Damit das nicht wieder ganz so spät wird. Ja, ich mag das irgendwie nicht, wenn das immer so spät wird. Dann bin ich aber total im Arsch. Okay, oh, wir haben 4444 Edelsteine. Das ist ja mal eine Zahl. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich Neues so. Ich habe heute, habe ich noch die restlichen Geschenke für Dennis bestellt, weil das letzte Paket nicht angekommen ist. Ich habe aber zum Glück mein Geld zurückbekommen. Und da habe ich dann die restlichen Spiele bestellt, die halt in der alten Bestellung waren. Und dann habe ich mir noch ein paar CDs und Filme bestellt, die auch schon länger auf meiner Liste... Aua! Schon länger auf meiner Liste drauf standen. Unter anderem... Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das alles zusammenkriege. Also CDs waren, glaube ich, alles nur Alben von Papa Roach. Weil da stehe ich momentan so ein bisschen drauf. Und die gab es für... Ich glaube, da hat kein Album mehr als 3,50 Euro gekostet. Da habe ich mir gedacht, ach komm, kannst mal zuschlagen. Und die waren alle in einem guten Zustand, beziehungsweise sehr guten Zustand. Und da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen für ein Album 3,50.
Ja, also CDs war, glaube ich, nur Papa Roach, sonst nix. Und dann habe ich mir noch genau die erste und zweite Staffel von wie heißt es? Game of Thrones, genau. Da hatten wir schon die erste und zweite Staffel geguckt. Allerdings war das nur ausgeliehen. Jetzt hat mir eine Arbeitskollegin aber die dritte und vierte Staffel für jeweils 10 Euro neu mitgebracht. Die gab es irgendwie mal bei Aldi oder so. Ja, und da habe ich mir jetzt die erste und zweite halt bestellt, damit wir dann auch mal alle haben, weil ich mag das nicht, wenn ich nur so ein bisschen was habe. Halt auch wieder gebraucht, schön günstig. Dann war da noch bei der Film Inception, genau, weil ich den auch mal auf DVD haben wollte. Ich fand den eigentlich ganz cool, nur das Ende hat sich ein bisschen gezogen, aber an sich ein sehr cooler Film. Dann Ein Duke kommt selten allein. Den habe ich so noch nicht gesehen. Ich hatte... Doch, den habe ich, glaube ich, doch schon mal gesehen. Das ist aber schon länger her. Aber die Version mit Johnny Knoxville. Weil ich habe eine andere Version davon mit irgendwelchen anderen komischen Schauspielern. Die hat mir nicht gefallen. Jetzt können wir immer Beeren essen. Hier, ein Geschenk von uns plus Pferden. Eine Wunderlampe. Und es hat sich wieder so schön aufgebaut. Trockene Füße. Warum? Weil ich nicht in die Lava gefallen bin, oder was? Was war denn noch dabei? Ich habe hier sogar noch meinen Zettel liegen. Da war noch dabei Deadpool 1. Den habe ich selbst noch nicht gesehen, war aber auch sehr günstig. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo die Dings hingegangen ist. Wenn man einmal nicht aufpasst, ne? Ich sammle hier jetzt erstmal die Dinger ein. Spyro. Ja, ist okay. Wir haben noch keinen Kopfstoß. Also Deadpool 1. Passengers. Da habe ich bisher nur den Trailer von gesehen. Hat mich aber auch sehr angesprochen. Vor allem, weil Chris Pratt mitspielt. Ich mag den Typen irgendwie. Dann, genau, Pets, den wollte ich damals eigentlich im Kino gucken. Hab das aber irgendwie verpeilt. Dann lief er nicht mehr und jetzt habe ich mir den auch noch bestellt. Der war auch voll günstig. Dann, genau, Ein Duke kommt selten allein, habe ich ja schon gesagt. Dann Interstellar oder wie auch immer dieser Film pronounced wird. betont wird. Interstellar, Interstellar, keine Ahnung. Ja, und das war's. So, haben wir hier noch irgendwo... Können wir eigentlich alle Edelsteine holen? Ich glaube schon, ne? Das wäre ja super nice. Das war auf jeden Fall alles sehr günstig. Und dann hatte ich auch noch einen 10% Gutscheincode. Ne, wir können gar nicht alle Edelsteine holen. Na, egal. Ja, das sind dann so quasi meine Weihnachtsgeschenke an mich selbst, so ein bisschen. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus von der Zahl her. Da sind ja bestimmt 20 Stück drin in diesem komischen Ding da. Und ich glaube, wir haben jetzt hier alles, ne? Wow, 58%, das hört sich aber ein bisschen wenig an, nur. Achso, ich wollte gucken. Ah ne, steht ja nicht bei, ne? Moment, hier waren da noch diese... Ach genau, der hat ja noch da oben... Ja, da war ja was. Er hat ja noch eine Aufgabe für uns. Ganz vergessen. Die können wir ja noch machen. So, dann erzähl mal.
Drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen gestohlen. Bitte hol die Lampen zurück, bevor sie sie von der schattigen Oase wegschaffen. Okay. Dann gehen wir einfach rückwärts, würde ich sagen. Irgendwann müssen wir sie ja alle kriegen. Unten war noch einer auf jeden Fall. Oh, der ist aber... Also das muss ich sagen, die Eierdiebe... Beziehungsweise diese allgemeinen Diebe, die irgendwas haben, sind meines Erachtens sehr, sehr schnell in diesem Teil. Also schneller als im normalen, also schwieriger, wenn man das so sagen kann. Die Aufgaben hingegen sind einfacher, wo wir Kugeln und so für kriegen. Naja. Oh, das wird jetzt hier was. Ah, ganz knapp, ganz knapp. Nein, ich hab den doch. Es tut mir leid, wenn ich gerade irgendwie sehr stark ins Mikrofon geatmet hat. Weil ich bin nämlich immer näher zum Mikrofon gegangen irgendwie. Falls ihr da was gehört habt, es tut mir leid. So. Wie bin ich denn eben da hingekommen? Von hier oben? Ja. Ah, Gott. Achso, genau. Er war ja noch hier. Ich wollte jetzt gerade schon wieder nach Hause gehen. Okay, der war einfach. Ja gut. Danke, dass du die magischen Lampen zurückgebracht hast. Hier, eine Kugel. Die habe ich von einer Fee. Aber sie leuchtet nicht so. Hä? Ist okay. Ja gut. Unsere 44. Kugel. Dann können wir jetzt wieder nach Hause. Und ich glaube... Ich glaube, das war das letzte Level hier, oder? Das Lustige war nämlich, ich glaube, als wir das letzte Mal... bei der letzten Aufnahme hatten wir 33% und als ich heute angefangen habe, hatten wir 66%. Das habe ich halt... Ich habe jedes Mal ein Drittel gemacht oder so. Finde ich interessant. Aber heute werde ich ein Drittel nicht schaffen, also das letzte Drittel. So. Ja, genau. Gut gemacht, Spyro. Nun, da du alle 14 Talismane besitzt, kann dein Handbuch das Schloss öffnen und du kannst gegen Galb kämpfen. Bereit? Ich meine... Das wäre in Sommerwald nicht passiert, dass wir dann direkt zu Elora gekommen sind, die uns voll gequatscht hat von wegen, ja, du hast jetzt alle Talismane hier von Sommerwald. Du musst durch das Loch im Boden springen, um Ripto und Galb zu erreichen. Ich kann dir ein wenig helfen. Ich habe ein paar Pterodaktylen aus der Skelos-Einöde gezähmt. Sie werfen dir Objekte zu, die dir im Kampf gegen Galb helfen. Ja, super. Gut, dann können wir ja jetzt, denke ich mal, ich guck nochmal, die herbstliche Heimatwelt. Ich glaube, wir haben soweit hier alles, ne? Das sieht auch sehr voll hier aus. Ich würde sagen, wir springen hier einfach mal rein und gucken, was da auf uns zukommt, ne? Endlich ist Avala unser. Du verdienst eine Belohnung. Was ist denn, Junge? Oh, die Fee. Ja, bitte. Oh.
umhacken. Drache, du gehst mir langsam echt auf die Nerven. Sag tschüss, Fackelatem. Geil. Es ist Zeit. Okay, mal gucken, ob wir hier direkt den Könnerpunkt bekommen. Wenn nicht, werde ich mich da auch gar nicht weiter anstrengen und werde mir den einfach mit dem Flammending da Dingsbums holen. Außer wenn es dafür jetzt irgendwie eine Trophäe gibt, dass man den ohne das Flammending da macht. Boah, ja, das war's dann mit. Was ist denn? Ich muss mich jetzt erstmal hier an die Steuerung gewöhnen. Das ist irgendwie ist das komisch mit der Kamera. Wie angestrengt läuft. Oh, meine Nase juckt, das ist nicht gut. Yeah. Dankeschön. Achso, man muss sie anfauchen, ne? So. Okay, die machen jetzt kein Dingsbums mehr. Also die haben kein. Wow. Kein Explosionsradius mehr. Ich möchte gern eine Sparks oder so. Oh, Alter. Nun. Aber die Musik finde ich ganz gut. Die hat richtig Fuffe. Vor allem die scheiß Eier brauchen so lange, bis sie mal aufgehen. War das damals nicht so, dass wenn die auf den Boden gekommen sind, die direkt aufgegangen sind oder nach zwei Sekunden nicht, aber nach einer Sekunde oder so, nach einer halben. Mein Gott, ey. Ich werde dann immer springen, wenn er das zweite Mal schießt. Könnt ihr mal die Scheiße jetzt bringen, ey? Was los? Oh, das ging daneben. Oh, Hühnchen. Moment, es gab hier einen. Aha, okay. Dann hätten wir den nämlich schon mal. So, jetzt hätte ich gerne wieder, Oh. Ah ne, die kommt jetzt hinter mir her, ne? Ja. Ah! Mein Gott, ist die schon. Ja, ist klar, ist klar. Achso, die ist schon aktiviert. Oh Gott. Oh, der pupt jetzt. Stirb. Das ist meins. Ich hätte gern mal wieder einen Sparks oder so. Das wäre ganz. Was war das denn? Warum ist er denn so schnell? Gottverdammte. Ey, wie kann man denn so eine Probleme bei dem scheiß Galb haben, ey? Geht ja gar nicht. Fühlt sich ja fast schon so an wie damals. Also der ist auf jeden Fall schwerer. Vor allem, weil der so ein bisschen voraussieht, wo der mit seiner Kacke dahin feuert. Also wo ich hinlaufe und dann feuert der schon dahin. Ja, ist egal. Leck mich, du Pisser. Siehst du, der Schweiß, wo ich hinlaufe? Schweiß.
Oh, ich bin sehr hoch geflogen. Ich muss auf jeden Fall jetzt so agieren, wie ich... So wie ich jetzt gerade schon die ganze Zeit agiert habe. Hühnchen! Noch ein Hühnchen. Wunderbar. Sparks, nimm doch. Hat er nicht genommen. Mann. Oh. Gottverdammte. So, was ist da drin? Oh, das ist, es ist so viel schwieriger als im Original. Aber das ist schon mal ganz gut, dass man so besser ausweichen kann, als einfach wegzurennen. Hühnchen! Sparks, mach! Aber das macht Spaß, so auszuweichen, muss ich echt sagen. Bitte bleib stehen. Sehr schön. Okay, es läuft jetzt auf jeden Fall besser als vorher. Sparks. Mein Gott, bist du so dumm oder tust du nur so? Schade. Aber noch viermal treffen. Also das mit dem Ausweichen gefällt mir echt gut. Oh ja. Nice. Was ist mit der Kamera los, bitte? Och Mann, das ist aber auch ein bisschen blöd. Oh ja. Nice, noch zweimal. Ich habe mich aber, glaube ich, auch ein bisschen blöd angestellt vorhin. Nice, das macht echt Spaß. Oh, scheiße. Der vergisst es, dass er die gefressen hat, wenn ich den getroffen habe, ne? Eieieiei. Also da kommt er mir ein bisschen nahe, immer irgendwie. Mag ich nicht so. Ja! Eieiei. Aha. Sehr schön. Wo kommst du denn her? Ich war bei der Burg in der herbstlichen Heimat. Die Burg ist jetzt wieder frei. Keine Spur von Ripto. Und seit du hier bist, kommen die Kreaturen von Avala endlich miteinander klar. Da du so viel für Avala getan hast, und ich weiß, wie sehr du dir einen Urlaub wünschst, wollten wir unbedingt was Gutes für dich tun. Es ist zwar nicht viel, aber hoffentlich magst du es. Oh, wow, das ist toll. Aber kommst du nicht mit? Nein. Wäre schön. Aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er repariert noch das Superportal, damit du nach Hause kannst. Oh, das klingt ja sehr spannend. Ah, dann hänge ich hier mal eine Weile rum und genieße die Sonne. Hey, wo ist die Laura hin? Ich folge ihr besser. Hat ja richtig lange geschlafen, du. So, dann würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal in der Wintertundra alles, oder? Oh nein. Wir holen erstmal in der Wintertundra alles.
holen uns dann den Kopfstoß, werden dann zurückgehen zur herbstlichen Heimatwelt. Ich glaube, ich habe die Lösung, um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen. Dieser Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen. Ich glaube, ich hab's. Exzellent. Endlich ist alles vorbereitet. Wir brauchen noch viel mehr Kugeln, aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren. So, ihr dachtet wohl, ihr wärt mich losgeworden. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe dem fetten Geldsack ein paar Bomben abgekauft. Schnell, der Energiekristall! Wag es nicht, Bücherwurm. Sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche. Genau richtig für mein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell! Hey, gib ihn zurück! Ich hab's versucht. Ihr Idioten! Erst bekommt ihr mein neues Zepter zu spüren. Dann benenne ich diesen Ort um in Riptonia. Wir gehen dann in die schattige Oase. Und dann in unser Lieblingslevel. Bruchhügel oder zerbrochener Hügel oder wie es immer heißt. Ripto ist auf freiem Fuß und hat uns aus der Burg verbannt. Noch schlimmer. Er hat unseren neuen Energiekristall für das Superportal gestohlen. Ich finde die Wintertundra echt schön. Vor allem halt auch dieses Schloss mit so Gold da, ne? Das ist super geil. Hab gerade ein bisschen Gänsehaut. hier die Zaubersumpf. Die Zaubersumpf, genau. Den werden wir uns für den Schluss aufheben, denn dann ist das ist so mein Lieblingslevel eigentlich. Achso, ja, die können wir nicht kaputt machen. Ich glaube, wir würden erstmal zu. Ich wollte gerade Fettsack gehen sagen. Gold. Nee, Geld. Geldsack. Fettsack. Komm, wir gehen erstmal zu Fettsack. Ja, Spyro, die Sache ist so. Ich kann dir nur noch eins beibringen. Und wie alles, was etwas wert ist, wird es nicht billig. 1000. Ja, gut. Der Kopfstoß-Move ist echt ganz einfach. Du musst nur springen und dann Aktion drücken. Okay. Der Kopfstoß... Ja, ich wollte das gerade machen. Schön. Gefällt mir, der ist schneller irgendwie.